ein bisschen tiefer graben, genauer hinschauen. Ist auch im NLP eine wirklich gute Idee, denn auch hier ist nicht alles Gold, was glänzt. Viele Techniken sind seit den 1970er Jahren modelliert worden. Viele davon sind sehr bekannt und sehr viele haben auch wirklich gutes wissenschaftliches Fundament. Andere wiederum gar nicht. Und leider sind es oft die Techniken, die wenig Fundament haben, die auch am weitesten verbreitet sind. Zum Beispiel die Augenzugangshinweise im NLP. Vielleicht habt ihr das Bild schon mal gesehen, wenn eine Person hier hinschaut oder hier hinschaut, dann erinnert sie sich etwas oder konstruiert etwas. Und Bandler und Grinder haben damals herausgefunden, dass Menschen Informationen durch ihre Augen abrufen, je nachdem, wo sie hinschauen. Und haben eben dann gesagt, in eine Richtung ist erinnern, in die andere konstruieren. Findige Leute haben dann sich gedacht, na, wenn jemand was konstruiert, dann lügt er ja. Und haben dann das als klassisches Modell zum Lügenerkennen eingestuft. Heute weiß man, das Modell ist einfach falsch. Es wurde zig Male in Studien widerlegt und trotzdem findet man es in so vielen Ausbildungen als integralen Bestandteil, wird stundenlang geübt, obwohl man weiß, es funktioniert nicht. Aus dem Grund haben wir uns bei NLP diesen Gedankengang mitgenommen, genauer hinzuschauen. Wir wollen Dinge kritisch betrachten, denn macht man das nicht, dann läuft man irgendwann mit Scheuklappen durch die Welt und sieht überhaupt nichts, wenn was rundherum passiert. Und darum geht es im NLP ja genau nicht. Im NLP geht es ja darum, andere Sichtweisen anzunehmen, Blickwinkel auch von anderen Personen zu erkennen und zu sehen und sich kritisch mit Themen auseinanderzusetzen. Ich finde es generell wichtig, vor allem in der heutigen Zeit, viel mehr Dinge kritisch zu sehen. Kritisch heißt nicht negativ. Kritisch heißt einfach nur, mit einem gesunden Abstand teilweise zu reflektieren. Denn nur dann kannst du Dinge, die nicht funktionieren, hinter dir lassen und neue Dinge aufnehmen. So wie wir das gemacht haben. So wie auch der Grundgedanke im NLP der ist. Sei kritisch, lass Sichtweisen zu und nimm nur das mit, was du auch brauchen kannst. Und das lernst du bei uns. MyNLP hier am Videoblog, bei NLP2Go oder auf unseren anderen Kanälen. Alles Liebe!